Ja, servus und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Hiking Viking. Heute wird es darum gehen, wie ihr in Norwegen ein Bankkonto eröffnen könnt. Natürlich, so wie das immer ist, alles digital. Als meine Frau und ich unsere D-Nummer endlich bekommen haben, sind wir als erstes zur Bank marschiert und wollten uns dort ein Konto eröffnen. Ja, hat aber leider nicht funktioniert, weil wir das alles online machen müssen. Hat natürlich Vorteile, allerdings gibt es auch sehr viele Nachteile durch diese ganze Digitalisierung. Werde ich irgendwann mal noch darauf zurückkommen. Aber jetzt erstmal zum Bankkonto. Vom Skattetaten aus ist uns schon mal die Sparebank empfohlen worden. Die Sparebank ist sehr bekannt dafür, dass man dort sehr einfach ein Bankkonto eröffnen kann. Nicht jede Bank akzeptiert Leute ohne Verzinsnummer bzw. ohne P-Nummer. D-Nummer kann man da auf jeden Fall ein Bankkonto eröffnen. Interessant war auch, als wir dort unseren Termin dann hatten. Ja, also man hat dann auch schon gesehen, ja, da waren sehr viele Ausländer, also wir waren nicht die einzigen. Scheint so ein bisschen Geschäftskonzept von denen zu sein. Auf jeden Fall haben wir unser Bankkonto jetzt, war nicht ganz easy und natürlich gibt es wieder Dinge zu beachten. Zwei Sachen. Erstens ODI-Termin, zweitens Skattetatentermin. Ohne D-Nummer bekommt ihr kein Bankkonto. Ist schlicht und ergreifend nicht möglich. An sich ist das relativ einfach zu machen. Also ihr macht das online, werden wir jetzt dann gleich auch zusammen durchgehen. Dann im späteren Verlauf bekommt ihr dann eine SMS, dass jetzt euer Antrag in Bearbeitung ist. Also das dauert so 2, 3 Tage, bis ihr diese SMS bekommt. Weitere paar Tage müsst ihr dann warten, bis ihr dann die zur Bank dann könnt, also dann einen Termin vereinbaren könnt. Und dann müsst ihr das nur noch unterschreiben und alles andere läuft dann in der Regel so von selbst. Ihr bekommt dann einen PIN-Code zugeschickt per SMS und per E-Mail. Könnt dann schon mal vorab euer Online-Banking einrichten und eure Karte kommt erst ein paar Wochen später. Ja, ich warte immer noch auf meine Bankkarte. Wohl nicht ganz funktioniert, weil wir ja jetzt umgezogen sind. Und in der Zwischenzeit ist die Bankkarte zur alten Adresse geschickt worden und obwohl unser Namensschild dran steht, ja, konnte die nicht zugestellt werden. Ging dann wieder zurück und jetzt warten wir vergebens auf diese Karte. Also wie gesagt, sind jetzt schon 3 Wochen her, so in etwa. Jetzt seht ihr jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert und dann später nochmal ein paar Details zur Einrichtung. So, jetzt sind wir hier auf der Internetseite der Sparebank. Das Ganze ist auch gar nicht so schwierig, geht verhältnismäßig wirklich einfach. Also ODI war so ein bisschen das Komplizierteste, aber es wird jetzt eigentlich von Schritt zu Schritt immer einfacher. Ihr drückt als erstes hier auf Bli Kunde, das heißt Kunde werden, dann Bli Kunde Ne Bank-ID oder Bli Kunde Uten Bank-ID. Ihr habt keine Bank-ID, deswegen Uten Bank-ID. Im weiteren Verlauf Füllüt Schema. Hier könnt ihr das Ganze dann ausfüllen. Ganz kurz hier, vorne Nachname. In dem Fall könnt ihr tatsächlich eure eigene Mobilnummer hier eintippen. Ist kein Problem. Eure E-Mail-Adresse, das sind Sachen, die sind auf jeden Fall notwendig. Dann die D-Nummer entsprechend hier eintippen. Eure Heimatadresse kommt als nächstes. Steht auch hier, Ikkenurge, Tyskland, Teststraße 8. Ja, sehen Sie nur Memmingen. Und hier wird dann auch wieder gefragt nach Pass bzw. National ID Card. Ja, ich habe jetzt Pass eingegeben. Die haben nämlich tatsächlich auch wieder nach dem Reisepass gefragt. Also auch bei der Bank ist das wohl irgendwie lieber gesehen. Die haben extra nochmal nach dem Pass gefragt und warum wir dann nicht den Reisepass dabei haben und nur die National ID Card. Warum genau jetzt, weiß ich nicht. Gab dann im Endeffekt keine Probleme, aber sie haben eben danach gefragt. Also bringt am besten den Pass mit, dann gibt es keine Probleme. Unten könnt ihr dann eben aussuchen, in welcher Bank das stattfinden soll. Natürlich in unserem Fall dann Tromsø. Und hier könnt ihr dann auch die Sprache aussuchen, in welcher ja, Schrift oder in welcher Schriftsprache ihr die Dokumente haben möchtet und so weiter. Dann drückt ihr auf Neste. Ihr könnt dann natürlich auch hier auswählen, wenn ihr das Ganze auf Englisch haben wollt. Ich drücke das jetzt aber nicht an, weil sonst lädt sich die Seite neu und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann muss ich wieder von vorne alles eintippen. Also hier wird gefragt, in welchem Land bist du geboren? Deutschland. Also von welchem Land bist du Staatsbürger? In Deutschland. Bist du Staatsbürger in einem anderen Land? Nein, bin ich nicht.
bist du skattepflichtig, ist steuerpflichtig in einem anderen Land außer Norwegen? Nein, bin ich nicht. Bist du amerikanischer Staatsbürger? Nein, bin ich nicht. Hier kommen noch weitere Fragen, solltet ihr dann vielleicht auf Englisch machen, die ihr euch am besten in Ruhe durchlest, weil das sind ja natürlich sehr individuelle Fragen. Also die meisten davon habe ich mit Nein beantwortet, außer mit wie viel Geld möchtest du einzahlen, weil ich habe noch ein bisschen Bargeld dabei gehabt, so 25.000 Kronen in etwa. Das ist natürlich alles sehr persönlich, das kann ich jetzt in eurem Fall natürlich nicht alles beantworten. Damit werdet ihr aber, denke ich, zurechtkommen. Dann kommt ihr hier auf die nächste Seite, wo ihr das Ganze hier nochmal überprüfen könnt. Ganz am Ende drückt ihr einfach nur noch auf Send und dann bekommt ihr auch schon eine Bestätigungs-SMS. Und wie sieht diese Bestätigungs-SMS aus? Das zeige ich euch jetzt gleich. Also ihr seht schon, das ist an sich keine große Sache. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann solltet ihr eine Bestätigungs-SMS bekommen. Die blende ich euch hier jetzt ein. Genau, da steht dann im Grunde, ja, hallo zusammen und willkommen in der Sparebank Nord-Norge oder wo auch immer ihr das eben dann auch macht. Eure Bewerbung oder eure Applikation halt angekommen ist und dass die Bearbeitung jetzt ein paar Tage dauert. Also ihr könnt ja hier noch sehen, bei mir ist jetzt der 15. September eingeblendet in dieser Bestätigungs-SMS und jetzt werde ich euch gleich die nächste einblenden, die ich dann bekommen habe. Die war ja dann schon am 21. September, also 6 Tage hat es gedauert, bis dann der Antrag sozusagen bearbeitet worden ist. Dann konnten wir auch schon in die Bank reingehen, mussten nur noch ein paar Papiere unterschreiben. Das war dann alles auf Englisch, lief dann in etwa so ab, also hier in Tromsø lief das so ab, man musste eine Nummer ziehen, ist hier gang und gäbe, also ist wie auf dem Amt und dann kann man seine Dokumente unterzeichnen. Bei mir ging das dann relativ fix, also ich habe innerhalb von 2-3 Tagen habe ich dann diese Codes bekommen, also man kommt dann auch per SMS und per E-Mail dann einen Code. So gibt es auch eine Anleitung, die ihr ebenfalls von der Bank bekommt. Ist wirklich selbsterklärend, keine schwere Sache. Ich habe das bei meiner Frau und bei mir eingerichtet, also es ist wirklich kinderleicht. Also ihr müsst erst eine App runterladen, die heißt Eingangscode, also Eingangscode wahrscheinlich übersetzt, irgendwie so. Die braucht ihr dann auch in Verbindung mit den Mobilbank-Appen, um dann überhaupt auch Überweisungen tätigen zu können. Und ihr müsst eben erstmal die Eingangscode-App runterladen. Da tippt ihr eben die beiden Codes ein, erstellt einen eigenen PIN. Und im Anschluss lädt ihr die andere App runter. Mit der App kann man dann auch wirklich sehr vieles machen. Du kannst ganz unkompliziert, also ich habe mir schon ein Sparkonto eröffnet. Wir haben uns schon ein gemeinsames Konto eröffnet, wo Denise und ich beide Zugriff drauf haben. Du kannst Versicherungen abschließen. Du siehst auch, welche Fahrzeuge du alle hast. Also da ist auch das Motorrad von uns beiden auf der App mit drauf. Also kann man auch einsehen. 3 Wochen später, bei mir ist wie gesagt die Karte noch nicht angekommen. Die müsste jetzt demnächst dann auch bald kommen. Ja, und sobald das halt dann eben abgeschlossen ist, könntet ihr euch theoretisch auch bei WIPS registrieren. Könnte ich auch noch ein Video drüber machen, wenn ihr wollt. Einen kleinen Tipp, den ich euch mitgeben möchte, wenn ihr in Norwegen nach Norwegen auswandern möchtet oder auch nur Urlaub machen möchtet. Es ist immer hilfreich, eine Kreditkarte zu haben, Visa oder Mastercard. Das war's von mir für heute. Also wie gesagt, einfaches Thema, kleine Hilfestellung für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche. Danke fürs Zuschauen.